Guten Abend und herzlich willkommen aus dem ZIP2-Studio zu einer Sondersendung zur Entführung und Geiselnahme von Dr. Wolfgang Schüssel. Wie Sie vielleicht am frühen Abend schon erfahren haben, wird Dr. Wolfgang Schüssel, der Altbundeskanzler, im Bundeskanzleramt gefangen gehalten. Es war niemand vom Bundeskanzleramt anwesend, auch nicht Bundeskanzler Alfred Gusenbauer. Es war nur zufällig Dr. Wolfgang Schüssel anwesend, der sein altes Dollfußbild abholen wollte, das Gusenbauer für ihn hinterlegt hatte. Dabei wurde er von Terroristen überwältigt und wird jetzt im Bundeskanzleramt festgehalten. Dies sind die letzten Meldungen aus dem Bundeskanzleramt. Wir sind jetzt live verbunden mit unserem Außenreporter Kurt Weinlich. Wir werden Wolfgang Schüssel werden wir nicht sehen, aber wir sind eben jetzt mit Kurt Weinlich verbunden. Kurt, kannst du mich hören? Kurt? Ja. Ja. Guten Abend hier am Bundeskanzleramt. Wie Sie vielleicht im Hintergrund sehen können, oder auch nicht, wenn Sie die GIS-Gebühr nicht einbezahlt haben, sehen Sie im ersten Stock Dr. Wolfgang Schüssel am Fenster. Es wird eine Waffe auf ihn gezielt. Wie ein Reporter von der Tageszeitung Österreich berichtete, sie telefonierten mit den Terroristen, droht Altbundeskanzler Wolfgang Schüssel damit, dass er die Eurofighter-Firma EADS anrufen wird, damit sie Eurofighter nach Österreich bringen, um ihn zu befreien. EADS wäre ihm ohnehin noch einen Gefallen schuldig. Peter Pilz, Eurofighter-Ausschussvorsitzender, meinte darauf, er könne die Aussage Schüssels nicht bestätigen. Die Telefonleitung wurde leider geschwärzt. Dann die Wortmeldungen weiter zur Geiselnahme von Schüssel. Der Kollege von Peter Pilz und Vorsitzender der Grünen, Alex van der Bellen, äußerte sich kritisch zur Geiselnahme und meinte, die ÖVP stehle uns wieder mal nur die Show und wie soll man hier in Österreich Oppositionsarbeit leisten. FPÖ-Vorsitzender H.C. Strachemann kam zum Schauort geflogen und meinte, er habe sowas immer vorhergesagt, dass ein österreichischer Bundeskanzler von links-linken Türken entführt wird. Entschuldigung. Er meinte auch, dass der Anfang von einer türkischen Eroberung ist. Was er anscheinend, wie so viele Österreicher und Österreicherinnen, vergessen hat, Altbundeskanzler Wolfgang Schüssel ist nicht mehr Bundeskanzler, aber man kann es ihm natürlich nicht übel nehmen, denn man weiß ja wirklich nicht, wer Bundeskanzler ist. Übrigens, Bundeskanzler, der verbringt gerade seinen wohlverdienten Urlaub in der Karibik. Er und seine Frau lassen schön grüßen und hoffen, dass nicht zu viel im Bundeskanzleramt zerstört wird. Dann eine Wortmeldung noch von BZÖ-Vorsitzenden Peter Westendaler, genau, schon lange her, will seinen Vorschlag, Ausländer mit dem Zug nach Auschwitz zu deportieren, jetzt ins Parlament einbringen. Ich bekomme gerade eine neue Meldung herein, und zwar, es gibt noch eine Geisel. Und zwar ist es ÖVP-Vorsitzender, Finanzminister und Vizekanzler Molterer. Er ist auch im Bundeskanzleramt und zwar er steckt im Arsch von Schüssel. Er konnte nicht mehr schnell genug herauskriechen. Hier kommt gleich eine neue Wortmeldung rein und zwar ein herzliches Beileid kommt von KHG und Fiona. Beileid. Das gilt wahrscheinlich dem Vizekanzler Molterer, der vor dem langen in den Arsch kriechen in Schüssel wahrscheinlich schon erstickt ist. Noch eine alte Wortmeldung zur Geiselnahme, und zwar
Der Innenminister Platter reagierte auf die Geiselnahme mit Entsetzen und fordert lebenslange Haft für türkische Straffällige. Naja, wird ihnen auch nicht viel helfen, wenn sie vor der Strafe totgeprügelt werden. Dann weitere Wortmeldungen. Entschuldigung, es ist gerade so ein Sturm. Entschuldigen Sie bitte, es geht gleich weiter. Okay, es geht weiter, Entschuldigung. Wie ich jetzt gerade gesehen habe, sind noch ÖGB-Vorsitzender Rudolf Hunsdorfer und BAWAG-Vorstandsdirektor Nowotny eingetroffen. Sie wollten eigentlich heute eine Polizeiübung anschauen, die das letzte Mal schon wegen Raubüberfall abgesagt wurde. Anscheinend ist die Polizeiaktion heute wieder abgesagt worden und die Polizei hat sie an diesen Schauplatz gebracht. Haben anscheinend auch kein Glück mit ihrer Übung. Noch anwesend hier unter den Schaulustigen ist Bürgermeister von Wien, Helmut Zilk. Er sagte nur im Vorfeld, er möchte nochmals betonen, dass die Reporter jegliche Kritik von Kurt Waldheim einzustellen haben. Es ist natürlich klar, mein Kurt Waldheim war nicht bei der SEA, sondern nur sein, sie wissen eh schon. Übrigens Dollfuß, weil es vorher erwähnt wurde. Die ÖVP plant wieder die Heimwehr aufleben zu lassen, um Linkslinke, Schwule und Ausländer vor solchen Taten zu verhindern. Dies kommt von ÖVP-Pensionssprecher Kohl. Er meinte auch, dass man für Schüssel und Molterer beten sollte und dass jetzt endlich Gott in die Verfassung aufgenommen werden soll. Naja, vielleicht sollte Kohl nach Polen ausziehen. Da würden sie sich freuen. Ja, das war's vorerst einmal von hier aus dem Bundeskanzleramt mit allen Wortmeldungen von den heutigen Geschehnissen. Ich gebe jetzt wieder zurück ins Studio. Ja, das ist für mich sowieso der geilste Volltrottel. Kann nicht einmal 5 Minuten auswendig reden. Ja. Ja, guten Tag hier nochmal aus dem ZIP2-Studio, meine Damen und Herren. Das war es vorerst einmal vom Bundeskanzleramt. Falls für die Zuschauer, die erst jetzt eingeschaltet haben, ich wiederhole nochmal die Geschehnisse heute im Bundeskanzleramt. Terroristen sind ins Bundeskanzleramt eingebrochen. Zufälligerweise war Altbundeskanzler Schüssel anwesend, der sein Dollfußbild abholen wollte. Er wurde gefangen genommen und wird seit diesem Zeitpunkt gefangen gehalten. Das war es jetzt einmal von der ZIP 2. Die Sendezeit ist leider vorüber. Hiermit verabschiede ich mich von den Zuschauern im Dreisat. Auf Wiedersehen und schöne Grüße aus Wien. Ja, und für alle Zuseher in Österreich, wacht auf aus euren politischen Kasperltheater! die nächsten Nachrichten um 24 Uhr aus der ZIP 24. Auf Wiedersehen und schönen Abend noch.